in der letzten Episode. Ja, dann geh mal hier runter. Weil es dann doch schon ab und zu den Unterschied macht zwischen kaputter Kleidung und ganzer Kleidung. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. Wir sind im Eindringling im Interloper-Modus und suchen im Prinzip Streichhölzer. Ja, das suchen wir seit Folgen. Seit Folgen. Ich glaube seit Folge 17 oder irgendwie sowas. Nee, doch irgendwie sowas. Also wir sind jetzt in Leben 7. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Muss ich wirklich sagen. Bis auf Feuer streichelt. Toll. Wir auch nicht. Ja, wir haben noch nichts. Wir haben noch kein einziges Feuer gemacht. Ich kann das im Journal mal zeigen, in der Statistik. Gucken, ob man das sieht. Irgendwas wird mit bestimmt gemachte Feuer. Null. Wir haben noch nicht ein einziges Feuer gemacht. Ja, das liegt daran, weil wir keinen Zünder haben. Ja, ich weiß, Junge. Ich weiß, das ist auch ein Problem. Wir haben auch noch keine Laterne gefunden. Also, gefunden im Sinne von, wir haben sie gesehen. Also nicht übersehen, sozusagen. Okay, das Schwarze ist schwarz, ist leer. Okay. Hier irgendwas. Ja. Es ist zumindest besser als nix. Also als wenn wir es nicht hätten. Ah, inzwischen hat das Wetter auch aufgeklärt. Das ist ja schon mal praktisch. Ich suche eigentlich nach Kisten, die man öffnen kann. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Weil jetzt geht uns auch das Wasser zur Neige und hier gibt es keine Wasserquellen. Wir sind gezwungen, in Streichholz zu finden. Ein einziges. Wobei, ja, bei seinen Feuerstartkünsten, er ist ja immer noch auf dem niedrigsten, den man haben kann. Wie es wohl kommt. Okay. Futter. Wir haben bisher mit dem Wetter sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Also die letzten Folgen. Wir hatten einen sehr kalten Tag in der Küstenstraße. Der hat es aber relativ schnell gegeben. Und ansonsten war es sehr mild. Und im Rätselsee war es natürlich kalt, ja. Gut, aber das, ich glaube, da war das im Story-Modus, wo sie da geschrieben haben, dass der, dass das wohl auf, oh, ich weiß gar nicht, 1300 Meter Höhe ist, also relativ hoch. Oh, Leute, boah, Junge, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Du kannst dir nicht vorstellen. Boah, jetzt können wir überleben, Leute. Jetzt. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir noch keine Lampe haben. Ja. Wir haben Streichhölzer. Boah. Wir mussten vom trostlosen Marschland bis in den Ort der Trostlosigkeit für ein paar Streichhölzer. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wir sollten so viel Wasser wie irgend möglich kochen. Alles, was wir irgendwo an Feuer haben, an Holz haben. Gut, super. In das Feuer werfen. Und kochen, bis der Arzt kommt. Und wenn wir 10, 20 Liter kochen, das ist scheißegal. Wir haben ein paar Streichhölzer. Leider nur 12 erstmal, aber wir haben welche. Wir haben welche. Junge, wir sind den ganzen Tag gerannt. Wir sind im Ort der Trostlosigkeit. Stell dir das mal vor. Das hättest du dir heute früh noch nicht gedacht. Just what I need. Warte mal. Ja. Genau. Ja. Haus des Menschenfeindes immer gestartet. Alter Schwede. Und hier oberer Damm bis zum Haus an der Küste. Also wir haben die letzten zwei Tage, Ingame-Tage. Da ist übrigens eine Laterne. Die ist sogar relativ voll. Hervorragend. Richtig Kilometer geschrubbt. Aber das hat sich gelohnt. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wie viele Kilometer?
Boah, 19. Wir haben fast so viele Kilometer wie in unserem 7-Tage-Run. Leben 4 war das, glaube ich. Wo wir 7 Tage überlebt haben. Dafür haben wir es erst, um genau zu sein, 2. Ja. Also so wirklich viel. Wir haben echt... Oh, noch eine. Super. Wir haben eine nutzen müssen. Und damals noch ein. So, dann gucken wir hier nochmal, ob hier irgendwas an Werkzeug ist. Ja, Tatsache. Ich glaube, das ist Brecheisen Nummer 5. Ja. Das ist krass. Einen Hammer haben wir schon. Und den Safe. Naja, die 5. Genau. 40, okay. 39. Oh, 35, okay. Alles klar. What have we here? I need more of that. Junge, es hat uns schon mal das Leben gekostet. Gut, nicht bei der Prozentzahl, aber... Ah, okay. Nicht bei der Prozentzahl, aber es war schon mal nicht so günstig gelaufen, sag ich mal. So. Mach jetzt erstmal ganz schnell einen Durchgang hier. Vor allem solches Zeug halt. Erstmal zusammensammeln, was wir so lose kriegen. Und während das Feuer dann köchelt. Ja, okay, wir nehmen sie halt mit. Da hinten ist man diesmal was. Ja. Ich hatte das schon mal. Wir machen das aber jetzt nicht. Und da müssen wir halt das Ding auseinandernehmen. Da können wir dahinter krabbeln. Weil von hier kommen wir an diese Kiste nicht ran. Ne, also wir kommen nur ans Regal. Ja. Okay, ich meine, 12 Streichhölzer ist jetzt leider noch nicht die Welt. Noch ein so ein Päckchen würde halt echt viel helfen, aber ich beschwere mich erstmal nicht. Ja, ich weiß, wir können da noch hoch, aber ich suche jetzt erstmal hier unten. Ich will jetzt erstmal systematisch erstmal nur in dieser Ebene herumstiefeln. Und dann möglichst hier zumindest schon mal alles gesichtet zu haben. Ah ja, wunderschön. So. Okay. Mehr gibt es hier jetzt erstmal nicht. Okay. Ah ja, da zieht auch ein Blizzard auf. Okay, alles klar. Ja, wir haben auch einen Schlafsack. Gott sei Dank. Den... Ah, wow. Haben wir ein Glück, alter Schwede. War aber auch bitter nötig. Ja, die Glückszahl Nummer 7, sag ich nur. Noch ein Buch zum Verbrennen. Ein Verband. Ja, das heißt, wir werden jetzt ein Feuer starten. Komm, steh auf. Und dann mal Kisten kloppen, während das Feuer läuft. Kommst du da nicht hoch? Doch, kommst du. Genau. Während das Feuer läuft und dann halt immer nachlegen und dann pennen. Beziehungsweise vielleicht machen wir das auch morgen. Ja, ich bin nämlich tatsächlich am Überlegen, weil es ist jetzt bald dunkel. Und wenn wir jetzt mit dieser ganzen Aktion anfangen, dann wird es irgendwann stockfinster, das bringt uns nichts. Wir haben jetzt für heute noch genügend Wasser, das ist kein Problem. Wir werden vielleicht noch die ein oder andere Dose trinken. Dann bleiben wir hier. Ja, ich gehe mal in die Knie. Und wir gucken mal in die Kleidung rein. Weil wir haben... Warte mal, wie weit geht das? Das ist Moment. Das geht ja hier hin, gell? Ja, okay. Gut. Wir hatten einen Sturz. In der letzten Folge. Wir müssten dementsprechend mal ein bisschen reparieren. Das würde ich eher dafür nutzen heute. Ja.
Okay, gut. Dann ist die Hose wieder in Ordnung. Das passt eigentlich alles. Das Ding könnte man, aber das ist nicht sinnvoll. Ja, Socken. Die sind halt, die lohnen sich eigentlich nicht zu reparieren. Dann lassen wir das und werden vielleicht mal gucken, ob wir den... den Schlafsack mal reparieren. Ja. Ja, der Blizzard ist schon wieder weg. Gut. Sehr schön. Dann hat er nämlich einen etwas höheren Wärmebonus. Ist zwar hier drin egal, aber das kann für in der Zukunft halt hilfreich sein. Und dann machen wir das lieber jetzt als später. Ja. Wir machen auch das jetzt noch. Sehr gut. Weil dann haben wir nämlich das auch schon alles vorbereitet. Das müssen wir alles wegkochen. Also wir haben jetzt echt viel zu tun morgen. Und ich gehe jetzt auch kein Risiko ein. Ja, so einfach ist das. Und die andere auch noch. Super, dann trinkt man noch ein bisschen was. Und dann heißt es, gönn dir, mein Guter, gönn dir. Guten Morgen. Ah, sehr schön. Ja, wir sind leider nicht wirklich gut erholt. Wir sind auf 33%. Das, ja, wird uns noch ein Weilchen beschäftigen. Und wir werden den Tag heute hier verbringen. Ein paar Dinge tun. Oh, eine anderthalbe Stunde verliert der Gute aber auch richtig Prozente. Guck, also wir machen es mal so. 32. 30. Guck. Ach, verdammt, schade. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Wir brauchen ja sowieso Metallschrott. Wir haben noch nicht genug, ja. So ein Mist. 2 für 45 und 6 für 2,15. Moment, 45, anderthalb, es ist genau dasselbe. Also es ist, nimmt sich nichts, ist egal, was du auseinander nimmst. Das heißt aber auch, warte mal, die Dinger, das sind diese zwei Dinger. Okay, das lassen wir jetzt erstmal. Wir bleiben ja sowieso heute hier. Wir sollten am Ende des Tages noch ein bisschen Metallschrott zusammensammeln. Aber jetzt werden wir erstmal kochen. Wie viel Holz haben wir? 14. Na, da kommen wir doch schon eine Weile hin. Ja, dann machen wir das. Okay. Ja, ganz ehrlich. Ja, das Buch werden wir sowieso nicht brauchen, weil wir keine Schusswaffen hier haben. Ja. Boah, das erste Feuer, Leute. Das erste Feuer. Ja, wir kloppen da alles rein jetzt. Und werden jetzt erstmal Wasser kochen. Oh, haben wir eigentlich noch was zu trinken? Ja. Ah ja, Tatsache, 0,0 Liter. Das ist natürlich hoi. Toll. Okay, jetzt. So, dann würde ich sagen, ja. Okay, gut. Wir brauchen mehr Holz. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Sehr schön. Cool. Ja, Rind damit. Komm, alles Rind. So, das kochen wir jetzt am Stück durch. Okay, hätten wir noch was trinken sollen. Okay, komm, wir machen das nochmal. Jo. Sehr gut, dann werden wir jetzt nämlich Tee kochen. Den da. Und den da. Okay, wir sind damit durch. Sehr schön. Dann machen wir hier mal ein. Sehr schön. Und jetzt haben wir halt noch ein... Wir sollten das nutzen. Wir sollten das echt nutzen, auch wenn Müdigkeit und so. Sehr schön. Auf den Punkt. Geil. Okay, mein Guter. Das heißt zuallererst diesen Tee. Und jetzt noch... Ja. Und entsprechend Wasser. Das war doch optimal genutzt. Wie viel kriegt man dafür? 9 Stunden. Naja, die Prozente bleiben so. Also ist der Tee... Wenn, dann macht er nur ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der Tee hebt einen um. Keine Ahnung,
hebt einen dann ums Doppelte an oder so. Es ist nur ein bisschen mehr. Gut, so langsam sollten wir genügend. Gut, wir holen noch Holz. Sehr schön, weil wir werden jetzt das nächste Feuer in der Riken machen. Vorher müssen wir natürlich ablegen. Ja, es wäre sinnvoll, tatsächlich was zu essen, aber wir haben halt nicht so extrem viel. Deswegen muss man ein bisschen so sozusagen Jojo machen. So. Dann haben wir 2,5 Liter, alles klar. Ach Gott. Okay, Moment. Das lassen wir da. Wir lassen das mal da. So. Wasserfutter. Ich klatsche das jetzt nur auf den Boden. Es ist mir gerade egal erstmal. Das bleibt da. Was haben wir sonst noch? Ja, naja. Brauchen wir momentan nicht. Werkzeug, ja. Lassen wir das Ding jetzt mal da. Wir machen das mal A bis Z. Das ist leichter zu übersehen. Die Fackeln. Ich lasse sie mal da. Haken, das bringt uns nichts, solange wir keinen Darm haben. Die Dinger brauchen wir auch noch nicht. 2 von denen brauchen wir auch nicht. Ja, die Bücher müsste man mal lernen. Also die würden halt schon noch einiges bringen. Kostet halt Kalorien. Oh, geiles Wetter. So, hier waren wir schon. Richtig. Wir gucken nochmal in den Container da drüben und dann gehen wir zu Riken und basteln uns Werkzeug. Beziehungsweise wir gucken noch in den Truck. Und vielleicht sogar in das Auto da vorne. Wir brauchen natürlich immer noch Streichhölzer. Das ist ja klar. Das ist natürlich klar. Das ändert sich so schnell leider auch nicht. Wir haben jetzt Gott sei Dank das Feuer direkt anbekommen. Ein Wolf. Naja, juhu. Dauert das Ding erstmal auf, weil hier sollten wir ja theoretisch auch sicher sein. Bewacht er das Auto? Das kann ja nicht wahr sein. Was ist das für ein Penner? Ja, wir müssen leider noch auf Darmjagd gehen. Überlege, wo man hier ein Kadaver bringt in diesen secluded Dingenskirchens da. Wahrscheinlich da dieses Katis Ecke oder so. Glaube ich, liegt ein Hirsch herum. Ansonsten, komm. Hier. Und renn, Junge, renn. So, wie weit sind die denn? 48%, 31, sehr schön, es läuft. Das läuft, wir sind schon fast auf der Hälfte. Achso, hier haben wir auch Kisten, okay. Habe ich nicht mehr dran gedacht, okay. Gut, dann schmeißen wir erstmal den Metallschrott runter, beziehungsweise wir nehmen ihn auf, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Kohle wir brauchen. Deswegen nehmen wir ein paar. So, dann gucken wir mal, hier haben wir noch ein Buch, das könnte man auch direkt zum Verbrennen verwenden. Rezepte. Braucht Metallschrott. Gibt wie viele? 2. Okay. Braucht 3 Metallschrott, ein Stoff. Und 5 Metallschrott braucht es bei. Krass. Boah. Braucht einen Haufen Zeit. Okay. Gut, das würde tatsächlich. Ich würde aber gerne ein bisschen mehr als nur 2 Pfeilspitzen machen. Gut, wir haben nur 2. Schösslinge. Sollen wir das machen? Was liegt denn da? Toll. Ja, wenn das jetzt Streichhölzer gewesen wären. Dann sage ich nur Hammer. Sollen wir das machen? Sollen wir das nicht machen? Naja, wir lassen es. Wir lassen es, wir lassen es. Was haben wir hier drin? Ach, da haben wir noch was.
Aber kein Metallschrott, genau. Den haben wir nämlich abgelegt. Dann lassen wir das erstmal drin, ne? Tun aber noch die Federn rüber. Ne, das haben wir abgelegt. Genau, wir haben kein neues gefunden. Stoff, das kommt wieder rüber. Ja, man hätte natürlich hier noch jede Menge Stoff. Die ganzen Tees. Okay, alles klar. Gut, dann wollen wir mal. Machen wir gleich einen Stock oder ein Buch. Wir machen ein Buch. Wir dürfen das Streichhölzer nicht zu sehr verschwenden. Hervorragend. Ja, da hast du recht. Okay. Warte mal, ab wann können wir Kohle rein? 22 Minuten. Okay, dann nutzen wir die Zeit. Ja, dann nutzen wir sie. Sehr schön. So. Okay. Ah, es war 5. Grad braucht man. Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr als 5 Kohle. Vielleicht 7? 6 oder 7 Stück brauchen wir. Komm. Okay, dann machen wir uns ein Messer, wir machen uns eine Axt und wir machen uns 4 Pfeilspitzen. Okay, das heißt, wir brauchen tatsächlich, bringt das noch? Na, wahrscheinlich nicht. Ich frage gar nicht erst. Hätte man wahrscheinlich am Anfang eher ein bisschen noch was reinhämmern sollen. Ja, okay. Na gut. Dann ist das so. Sehr schön, hier sind wir. Ah, Leute, Leute, ist das nicht geil. Wir brauchen 4 Stunden, 7 Stunden. Wir brauchen ein bisschen mehr dann noch. Wir müssen noch ein paar Kohlen dann nachlegen, okay. Oh, geil. Nochmal. Ach, voll lauter, voll Desolation Point. Naja, sehr schön. Gut, sehr schön. Nee, 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 kein Wasser. Ich brauche kein Wasser, Junge. Leute. Geil. Oh. Ich will nur mal wissen, wie viele. 16, ups, sorry. Ich schmeiß mal natürlich wieder raus, ist ja klar. Aber ich wollte es nur mal wissen. Wir haben ein Messer. Wir haben eine Axt. Also improvisiert natürlich alles. Wir haben, ich glaube, 8 Kohlen gebraucht. Okay. Na gut, dann ist das so. Wo steht er denn? 80%, da kann man noch einiges machen. Das ist krass. Okay. Dann Metallschrott natürlich. Rauslegen. Und ich würde sogar zum Starten des Feuers das Holz da lassen und die Stöcke da lassen. Einen nehmen wir wieder. Okay. Gut, das heißt, warte mal, wie sieht's denn aus? Wir schaffen 7 Stunden, dann ist es genau morgens. Machen wir vielleicht sogar 8 Stunden. Das heißt, wir brauchen 600 Kalorien, richtig? Richtig. Gut, zu Deutsch diese Packung. Oder 2 von denen und ein Stängel. Sehr schön. In der nächsten Folge gehen, müssen wir nochmal zurück in die Hibernia. Ich sag nur Wasser. Aber wir suchen. Ups. Wir brauchen Därme. Ja, das ist so das Problem. Dann können wir uns einen Bogen basteln. Wir haben die Dinger müssen eh noch trocknen. Das heißt, wir halten uns noch ein bisschen hier auf, um halt irgendwoher Därme zu organisieren. Müssen wir gucken, wie wir mit den Wölfen umgehen. Und ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen coolen Tag. Beziehungsweise, nein, noch nicht. Wir sind in Tag 6. Das ist sehr schön. Hier steht 5. Das heißt, wir haben jetzt zusammen
124. 125 Stunden insgesamt. Wir haben jetzt zwei Feuer. Was sehr schön ist. Und wir haben schon den Rekord aus der alten Sandbox eingestellt. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.